Hallo, ich bin der Alien, der Führer auf Ihrer Reise in dieser kleinen Folge von Grim Dawn. Wie ihr seht, liegen hier hin und wieder mal ein paar Leichen rum. Es geht ein bisschen blutig zu. Aber alles in allem ist es eine ganz nette Gegend, auch wenn wir gerade nicht so schönes Wetter haben. Ja, ihr werdet hier niemals frieren, weil in jedem Gebäude, fast in jedem Gebäude, ein offener Kamin vorhanden ist. Ja. Gut, wir gehen mal weiter. Ja, hallo, ich grüße euch. Eine neue Folge Grim Dawn. Machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Jetzt muss ich mal schauen. Oh, Essensrad, das habe ich mir aufgebaut. Ne? Gut, einmal hier und dann da. Ja. Ja. Bevor wir jetzt hier rüber gehen, würde ich ganz gerne einmal schauen, was hier so in den Sümpfen ist. Was haben wir denn da? Ach, guck mal. Irgendwelches fliegendes Getier. Wespen? Ich glaube weniger, ne? Habe jetzt nicht drauf geachtet. Ne? Gleich mal schauen. Ich habe da noch nie drauf geachtet, was das ist. Ob das Wespen, Bienen, Hummeln, Hornissen oder was auch immer sind. Oder irgendwelche komischen Fliegen. Ich glaube, wir finden noch ein paar davon. Da oben kloppen sie sich gegenseitig. Oder hier. Ah, schauen. Wer gewinnt? Also ich tippe auf die Zombies. Ja, die gewinnen. Ganz klar. Wir machen mal das Ganze ein bisschen ausgeglichener. Du darfst auch nicht eingreifen. Ja, er schafft er trotzdem nicht. Nee, kriegt er nicht hin. Okay, war nett mit euch. Machen wir weiter. So, wenn wir hier, zack, weg da. Weg da, jetzt komme ich. Da ist nichts, da ist auch nichts. Hey, die haben sich im Sumpf verirrt. Die erlösen wir mal von ihrem Leid. So, hier unten haben wir noch ein paar rumstehen. Die wissen auch nicht so richtig, was sie mit ihrem Tag anfangen sollen. Ich zeig euch das. Ja. Hier irgendwas? Ne, da ist nichts. Da geht's nicht weiter. Oh, Faldis. Wir werden hier draußen alle sterben. Beruhigt euch. Woher kommt ihr? Ich blieb mit einer Gruppe von Überlebenden unten in Devil's Crossing. Du weißt schon, das alte Gefängnis. Aber dann wurden die Vorräte knapp. Ich meldete mich freiwillig in Lower Crossing zu plündern. Dachte, es wäre sicher genug, aber ich lag falsch. Ich wurde von einem Pack gefräßiger Riftgeistern bis hierher verfolgt. Aber ich kann ihr unerträgliches Dahinjagen nicht mehr hören. Ich muss mich wohl dafür bei dir bedanken. Aber es spielt keine Rolle. Die Gegend wird von den Toten überrannt. Wir werden es keine 5 Fuß weit schaffen, ohne umzingelt zu werden. Naja, der Rückweg sollte jetzt eigentlich frei sein. Beziehungsweise, ich glaube, ich könnte ein Riftgate öffnen. Was? Ist das nicht das, aus dem diese Dinger strömen? Naja, irgendwie schon, aber meines wird euch nach Hause bringen. Es fällt mir schwer, das zu glauben, nach dem, was ich in Burwich gesehen habe. Aber du siehst nach einem Übernommenen aus. Ich nehme an, das ist meine einzige Option. Wir sehen uns in Devil's Crossing. Das. Da. Einmal. So, ich muss mich mal eben gemütlicher hinsetzen.
ein Ticket nach Devil's Crossing. So, wir selber bleiben hier in Lower Crossing. Und können hier nicht weiter. Okay. Oh, Rift in Lower Crossing. Da gehen wir jetzt mal hin. Vorher schauen wir uns natürlich alles hier genau an. Wir wollen ja nichts verpassen, ne? Warum komme ich da nicht hin? Das sieht interessant aus. Das Riftgate im Burial Hill. So, jetzt können wir hier direkt hinreisen. Das ist doch mal schon mal sehr viel bequemer. Wir müssen uns da nicht mehr durch diese ganzen Anfangsgegner durchkämpfen, sondern können hier direkt mit dem fortgeschrittenen Schlachten weitermachen. Oh. Kommt da jetzt was aus dem Boden? Nee, sieht nicht so aus. Da kommen wir auch nichts. Was haben wir hier? War da nicht gerade was? Nö. Aber hier kommt jetzt was, halt mal. Ah, hier kloppen sie sich. Okay. Da ist auch noch einer, mein Herr. Gut. Die machen einen Lärm, das ist echt nicht zu glauben. Unverschämt, ist doch mitten in der Nacht. Eingang. Ah, da müssen wir ja rein, um unsere Quest abzuschließen. So. Ich würde sagen, wir spielen noch schnell bis Level 7. Und ja, dann gehen wir da mal rein, ne? Und sagen mal kurz Hallo. Ja, gut. Wo kommt ihr denn alle her? Oh, sehr schön. Da kommt noch einer. Der ist gerade erst aufgewacht. Gut, haben wir hier noch was? Sieht nicht so aus. Oh, da ist noch einer. Sorry. Wollte ich ja nicht stören. No. Da ist auch nichts weiter. Dann einmal hier. Den nochmal komplett. Wunderbar. Oh, der Blackwater Cocktail. Geil, wenn wir sofort machen. Also nicht sofort, beim nächsten Mal, wenn wir aufgestiegen sind. Leeren berührte, verrostete Donnerbüchse. Die macht zwar nur 10 im ganzen, also mindestens 10, maximal 74, gibt aber noch 32 Schaden pro Sekunde, wenn ausgerüstet. Die nehmen wir. Und hauen uns jetzt die Konstitution rein. Und was haben wir hier? Hmm.
Ist jetzt die Frage, macht die jetzt plus 21 Schaden zu den 32, die wir schon haben, oder... Was jetzt genau? Wir lassen erstmal die Donnerbüchse, würde ich sagen. Die lassen wir jetzt erstmal. Hier haben wir auch noch was. Ja, so. Lass mal ein bisschen sortieren. Ja, du bleibst doch da und du gehst dahin. Was mit ihr? Na, die sind alle. Eigentlich ist die besser. So, ach so, habe ich alles? Habe ich alles. Gut, dann wollte ich hier rein. Da rein. Schauen wir uns mal um da unten. Ja, weg. Ein Ätherer, ein Ätherkristall und ein abgenutzter Rundschild. Naja, verhökern wir einfach, alles gut. So. In den Hintern geschossen. Weg, weg. Es hat hier schon eine ekelhafte Schönheit. Ne, die Grafik, muss man sagen. Wer macht denn da so komische Geräusche? Oh, Kreuz der Wiedergänger. Der ist bestimmt ein bisschen stärker. Ganz schön mies, ne? Einfach so direkt bei mir jemanden wieder erwecken. Gar nicht so doof, der Knabe. Was? Ach komm, hör auf. Mann. Oh, hier. Ich kann mal hier irgendwo reinpatschen, da so. Mann, müssen wir erst verkaufen. Weil wir können noch ein bisschen was mitnehmen. My inventory is full. Ja, ist ja gut. Ja, hab ich schon verstanden. Magischer Foliant, okay. Haben wir noch irgendeine Knarre? Reinige Kampfhose. I can't carry anymore. Können wir auch nicht. Die versengende Glut können wir aber nehmen. Das Kurzschwert kriegen wir auch mit. I can't carry anymore. Kriegen wir auch nicht mit, ich glaub's ja nicht. Hier ein so ein Schwert könnten wir noch irgendwo haben, wir können so irgendwie. My inventory is full. Das? Ah, das kriegen wir noch mit. Sollte mal aber tatsächlich rappelvoll. Naja, einmal kurz nach Devil's Crossing. Alles verhökern und dann kommen wir gleich wieder. So. Ja, das ist schön. Ja, Müll, alles, was wir hier haben, ist besser. Kann alles verkauft werden. Jawohl. 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 Der ist schon cool. Das hat was von dem Harry Potter Hut, ne? Von dem magischen, von dem sprechenden Hut. Gut, der ist oben ein bisschen spitzer, aber hat schon was davon. So. 16, gut, ist wieder wie warm, ist besser. Komm. Du bleibst hier. Nein, ich blöd, Mann. Jetzt habe ich das verkauft. Ich kann es natürlich zurückkaufen. Kosten 8, komm. Strafe muss sein.
Ich wollte das gerade miteinander verschmelzen. Das hier. Aber okay. Die Belohnung holen wir uns gleich ab. Jetzt möchte ich erstmal. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Da wollte ich hin. Jetzt möchte ich erstmal wissen, was da noch so im Untergrund ist. Ey, du Depp. So. Ist die Büchse vielleicht besser, als das, was wir haben? Oh ja. Wir brauchen 128 Raffinesse. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Aber ich denke, wir werden noch das eine oder andere finden. Und dann werden wir auch noch besser werden. Und dann schauen wir mal. So, hier geht's weiter. Ein Heiltrank. Kollege, was hast du denn mit? Versengende Blut. Und du? Novizentunika. Naja, ich glaube nicht, dass die mir besonders weit hilft, aber... So, jetzt hier. Ja, weg damit. Ja, ist gut. Gut. Ja. Ein gesteppter Reif, auch schick. Und hier haben wir einen zerstörten Schrein, den wir jetzt mit Hilfe von einem Ätherkristall herstellen können. Dann werden wir den mal opfern. Na? Und haben einen Schrein hergestellt. Was hat das zur Folge? Ich meine, jeder, der schon mal Skyrim gespielt hat, der kennt auch diese heiligen Schreine, wo man seine Klasse teilweise ändern kann und besondere Fähigkeiten erlangt. Ähnlich ist das hier auch, und zwar indem man diese Devotion anwählt. Und jetzt hat man die Möglichkeit, sich in verschiedene Fähigkeiten weiter zu schulen. Die Affinitäten, die es gibt, ist einmal der Aszendent. Na, und ihr seht hier, verbunden mit diesem Aszendenten sind verschiedene Sternenbilder. Diese Sternenbilder kann man jetzt mit Punkten, mit die man immer dann erhält, wenn man einen Schrein aktiviert, entsprechend für sich freischalten. Na, man muss dafür natürlich immer jeweils einen Punkt opfern. Und wenn man dieses Sternenbild Auge des Wächters zum Beispiel komplett freigeschaltet hat, das braucht insgesamt 5 Affinitäten, bekommt man einen Bonus von... bekommt man den Bonus von 3 Affinitäten und von 3 Aszendenten und 3-mal übernatürlich. So. Das bedeutet also, man kriegt zusätzliche Fähigkeiten. Ja, das kann man also einsetzen. Ich muss mir jetzt was aussuchen, was ich machen möchte. Kreuzung, welche Kreuzung ich jetzt hier nutze. Na, ihr seht also, Kreuzung unten steht, Bonus für dein Sternbild ist einmal Chaos. Also hier aus, von hier aus geht es ins Chaos. Das sind diese Bilder. Von hier aus geht es in Richtung ursprünglich. Das sind all diese Sternenbilder. Von hier aus dann geht es nach Ordnung. Das sind all diese Sternbilder. Hier haben wir noch den Aszendenten, das sind die, und hier dann übernatürlich, das sind die.
Und jetzt muss man sich überlegen, was man machen möchte. Ja? Will man also sich in Richtung Chaos entwickeln? Wenn Wesen des Chaos lechzen vor allem nach Entropie und Zerstörung, was ja nicht schlecht ist für einen Sprengmeister. Dann haben wir hier den Aszendent. Aszendentenwesen haben durch ihre immensen Heldentaten oder durch die Verehrung ihrer Anhänger göttlichen Status erlangt, haben dann natürlich auch gewisse Fähigkeiten. Hier geht es dann, ja, es geht Giftschaden, es geht eher so Gift- und Säureschaden um solche verschiedenen Getränke, die man einsetzt. Dann haben wir die übernatürliche Wesen symbolisieren die wilden Kräfte der Magie und der metaphysischen Bereiche jenseits des Schleiers. Da haben wir ehrlicherweise nicht so viel mit zu tun. Ordnung, die Menge von Wesen der Ordnung schätzen die Harmonie und das Gleichgewicht in jeder Hinsicht. Okay. Der Löwe symbolisiert Tapferkeit, Mut, die Geburt von Königen. Mein Herr. Ja, das sind so Geistesfähigkeiten. Wir sind ja eher so mehr auf physische Attribute gedrillt. Urwesen verkörpern die Kraft der Erschöpfung, des Lebens, des Todes und der Realität selbst. Urwesen. Chaosschaden, Säureschaden, Haupthandschaden, Kälteschaden, Blitzschaden. Das ist nicht so schlecht. Konstitution und Verteidigung. Verteidigungsqualität und hier plus 5 Leben. Letztes Mal bin ich auf Chaos gegangen, weil das natürlich einfach zum Sprengmeister gut passt. Diesmal gehe ich. Natürlich kann man auch mehrere gleichzeitig freischalten. Ja, diesmal gehe ich jetzt einfach mal auf das Ursprüngliche. Das habe ich jetzt freigeschaltet und kann nun eben diese Sternbilder, indem ich sie komplettiere. Natürlich gibt es für jeden einzelnen Punkt schon was. Kann ich eben zusätzliche Fähigkeiten erlangen. Gut, das haben wir eingestellt. Machen wir mal weiter. Hm? Ja, wir sind durch. Jetzt weiß ich nicht, wir sind von da gekommen, ne? Ne, wir sind. Upsala, ich möchte den anderen Ausgang nehmen. Okay. Stimmt, hier mussten wir uns durchkämpfen. Mussten dann erstmal zurück, weil wir nicht mehr genügend Geld hatten, genügend Platz hatten. So, dann geht's hier weiter, weil. Guck mal, hier liegt doch noch was. So. Fällt mir ein. Habe ich. Ne, Punkte habe ich hier nicht. Oh Gott. Nein. Gehen wir da mal raus, ne? Eine Seite rein, andere Seite raus. Kann ja so verkehrt oder so schlecht nicht sein. Ui. Himmel. Die Kristalle schnell wegmachen. So, einmal hier einsammeln. Wie das Bein wegfliegt. Meine Herren, so, was haben wir hier? Geflickte Gamaschen, ja, super. Na, die schmeißen wir uns mal rein. Hm,
Oh, er hat's aber eilig, meine Herren. So. Ein Stoffgurt. Und du bist auch weg. Jawohl. Hier oben hat er uns noch was beschossen. Ich gehe mal ein bisschen auf Distanz, damit uns die Ether-Rosette da nicht ewig beschießt. Ja, Stufe 8. Hervorragend. Gleich mal die Punkte einsacken. Ja. Ja. Können wir schon. Sehr geil. So, das. Das. Das, ja. Dreimal. Blackwater Cocktail ist sowas wie Molotow Cocktail, nur etwas stärker. Als der konventionelle Sprengstoff zur Neige ging, wurden die Blackwater Cocktails erfunden. Diese improvisierten Feuerbomben hinterlassen beim Aufschlag eine Feuersbrunst und sind besonders effektiv gegen eine große Anzahl von Feinden. Jawohl, machen richtig Aua und eine große Anzahl von Feinden. Das kann ich euch versprechen, wartet auch noch auf uns. Okay, jetzt machen wir noch eins. Blackwater Cocktail, so. Ah, dann seht ihr den gleich auch im Einsatz. Der ist natürlich jetzt mit Stufe 3 noch nicht ganz so stark. Aber der macht schon Aua. Und das ist schön. So. Und da sind wir gekommen und da gehen wir jetzt hin. Okay. Die alte Deponie. Mann, bleib doch mal da stehen. Ich wollte es dann gerade mal ausprobieren, wie der Cocktail so funktioniert. So, dahin und dann Metallschule öffnen. Schatulle, nicht Schule. Okay, einmal hier rum. Na? War ich hier schon? Ja, war ich hier schon? Da sieht so einer. Nee, aber hier war ich noch nicht. Nein. Kann doch nicht sein. Ach Mann. Mann. Warte mal. Du dein und du dein. Gucken wir hier vielleicht noch was hin. I can't carry anymore. Ah. So ein Ärger. Naja gut, komm, da machen wir einen Rift auf und dann verkaufen wir mal den ganzen Rotz. Ja. Ja, was auch immer du meinst. So, das alles weg. Die darf ich nicht verkaufen, auf gar keinen Fall. Was damit? Ja, die kommt weg. Was brauche ich da für eine Stufe? Die Stufe habe ich, ne? Konstitution ist nur erforderlich entsprechend. Na, es kommt, ist egal. Wir kriegen noch so geile Sachen später.
brauchen wir jetzt keinen großen Heckmeck veranstalten. So. Euch verteile ich gleich. Du auch, Rick. Die auch 50. Die hat nur noch die Laufgeschwindigkeit oben drauf, okay. Und 129 Raffinesse. Na ja, komm, weg damit. Kein Problem, kriegen wir später auch noch. Jetzt hier einmal anziehen und dann einmal hier und einmal da. Jetzt haben wir da schon zwei von. Was haben wir denn hier? Kälteschaden und physischer Schaden wird in Kälte umgewandelt. Okay. Also schlecht ist das ja nicht, ne? 10% physischer Schaden wird in Feuerschaden umgewandelt. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Wo kann ich die denn anbringen? Ja, mach mal da. Muss dich aufbewahren. So, okay. So. Und komm, das machen wir. Slowed and their numbers are thinning. I take that as a sign that you've dealt with a source. Ah, ich habe den Wiedererwecker getötet. A creature was doing this? Disturbing. Thanks to your efforts, we may yet hold out here a little longer. I've sent word to the gate guard. Speak to him and he should let you in. Take some well-deserved time to rest and recover. Welcome to Devil's Crossing. Danke. We need some time to plan our strategy. In the meantime, there are others around Devil's Crossing who could use your help. Take a moment to mingle with your fellow survivors. Kasparov, our resident scientist, is really eager to speak with you. He babbled some nonsense, but I believe he wants to talk about your connection with the Ethereals. Barnabas, our handyman, said he needed help with our water pump. When you're done assisting them, speak with me in my office inside the prison. Also Barnabas ist der Handyman, also wenn eure Smartphones irgendwie kaputt sind, könnt ihr euch vertrauensvoll an Barnabas wenden. Handyman. Schicker Name. Wenn du ihm geholfen hast, sprich mit ihm. Ja, ich werde natürlich mit allen reden und wo ich die finde, weiß ich. Und ich sag mal jetzt hier, schönen Dank. Ich weiß, das Riftgeld, habe ich gerade gesagt, unser Rift wird sich in Luft auflösen, aber wir haben ja eins in Lower Crossing gefunden. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Wir können also ganz schnell wieder hin, wo wir waren. Ich sage erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ne, einfach mal einen Daumen nach oben hier lassen. Und ach, wisst ihr was? Ich zock noch eine Runde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, euer Alien. Ciao.